ich grüße Sie recht herzlich hier oben von den Kommentatorenplätzen. Mein Name ist nicht Frank Buschmann. Und mein Name ist nicht Wolf Fuß. Ich bin Frank Buschmann und gleich kann es losgehen. Ja, damit sage ich herzlich willkommen zu Let's Orakel FIFA 18 mit Werder Bremen. Es ist die englische Woche. Gerade eben erst hat Werder vermutlich gegen Leverkusen gespielt, weil ich jetzt gerade beide Folgen in so einer Session aufnehme. Und schon ist auch schon das zweite Ligaspiel in dieser Woche fällig. Ein Heimspiel im Prinzip gegen den FSV Mainz 05. Ich hoffe jetzt einfach mal, da ich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, wie das Spiel gegen Leverkusen ausgegangen ist im Real Life, dass Werder dennoch vielleicht jetzt hier noch weitere Punkte aus dieser Woche rausholt. Wir hatten Orakel, dass es in Leverkusen ein 1:1 gibt. Wer es nicht gesehen hat, kann die Folge sich gerne nochmal anschauen. Und heute natürlich im eigenen Stadion, da ist natürlich die Erwartungshaltung der Fans groß, dass man hier vor allen Dingen gegen einen, ich sag mal vom Namen her und gefühlten ja, Underdog mit dem FSV Mainz 05, man hier die Chancen auf jeden Fall hat, in dem Moment hier 3 Punkte einzuholen. Wir machen den Anstoß von der Aufstellung her, da Florian Kohfeldt nicht viel geändert hat. Er musste natürlich was ändern, weil ja auch Finn Bartels leider sich verletzt hat. Habe ich aber dennoch so diese klassische Aufstellung von Werder beibehalten. Hier auch die erste Aktion, gibt in der zweiten Spielminute die erste Ecke für Werder. Mal sehen, ob wir vielleicht in einer Standardsituation hier vielleicht ein Tor erzielen. Delaney, aber nein, der Ball wird auf jeden Fall geblockt. Und jetzt ganz schneller Konter von den Mainzern. Wird hier nicht unterbunden. De Blasis, der ist klein und wirbelig. Moto, gefällt mir eigentlich sehr gut, was die Mainzer jetzt hier machen. Schönes Kombinationsspiel, De Blasis. Muto, das wird eine Flanke geben. Latza wird hier nicht direkt angegangen. Vorsicht. Und das ging gerade nochmal gut. Jetzt vielleicht schnelles Umschaltspiel von Werder. Wir werden sehen, ob es klappt. Schöne Flanke auf Kruse, aber ein Tick zu kurz gespielt. Da hat die Abwehr von Mainz aufgepasst. Gbamin hier mit der Spieleröffnung auf De Blasis. Brosinski. Und Werder ist hier verbissen in den Zweikämpfen, aber hat nicht viel Glück. Hier wahrscheinlich auch wieder zweikampftechnisch der Verlierer Theo Selassie. Und die Situation ist leider noch nicht geklärt. Und der Ball geht drüber. Erste Chance also für die Mainzer, die hier sehr, sehr gut aufspielen. Wie gesagt, eine Defensive gefällt mir jetzt noch gar nicht, was ich da von den Werderanern sehe. Aber kann ja noch kommen. Veljkovic. Bargfrede. Seit letztem ist er wieder Stammkraft im Kader bei Werder. Kruse zieht jetzt schön nach außen. Und verliert den Ball gegen Brosinski. Das hätte er anders machen müssen. Holt sich den Ball wieder. Kruse trifft den Ball nicht richtig. Gibt, glaube ich, Ecke, wenn ich es richtig sehe. Jetzt nochmal. Eckball. Junuzovic. Oh! Kopfball an die Latte. Gibt wieder Ecke. Oh, ich spiele mal kurz. Und. Verwirrung. Der Ball wird nach vorne geschlagen. Beste Chance in diesem Spiel bisher. Schön aufgelegt auf Augustinsson. Der bringt die Flanke rein. Keiner in der Mitte. Und wieder kann der Ball wieder nur von dem Mainzer nach vorne geschlagen werden. Auf Gbamin. Der sieht vorne Muto. Und wieder Gbamin. Zentrale Anlaufstelle im Mittelfeld. Bargfrede. Zweikampfstärke ist momentan nicht so drin. Aber das hat er schön gemacht. Schön erobert. Jetzt das Platz. Maxi Eggestein. Schön gesehen. Auf Kainz. Flanke. Und das dürfte Ecke geben. Nein, Ball ist noch gut. Delaney erobert den Ball, sehr schön. Selassie. Und das war leider nicht gut gespielt. Also Werder tut sich noch ein bisschen schwer hier im Moment. Aber hat gute Aktionen. Nichtsdestotrotz, Zweikampfstärke muss noch besser werden in diesem Spiel. Öztunali, der ehemalige Bremer, kennt ja hier noch viele aus der Mannschaft. Hatte ja auch für ein Jahr gespielt.
Das war gegen die Laufrichtung, aber nichtsdestotrotz gut gegangen. Auch hier leider abgefälschter Ball. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Latza. Rosinski. So, 26 Minuten gespielt und wie wir sehen, noch keine richtige Torchancen erspielt. Muto kommt immer wieder durch. Also löchrige Abwehr auf jeden Fall aktuell bei Werder. Fehlpass, Gbamin hat aufgepasst. Gleich wieder auf Latza. Wieder Gbamin, jetzt mal selber vielleicht in der Rolle. Auf Muto, der kann schießen, aber im Endeffekt kommt nur ein Schüsschen raus. Kein Problem für Jiří Pavlenka, der seit Wochen in einer sehr guten Form ist und ein sicherer Rückhalt für die Werderaner darstellt. Enges Spiel. Nichtsdestotrotz schafft es Junuzovic, den Ball in die Mitte zu spielen. Aber da war leider kein Abnehmer. Maxim. Schöne Balleroberung von Bargfrede. Das könnte gefährlich werden. So, enges Spiel, Kruse, jetzt vielleicht auf Junuzovic, der schießt, aber der Ball geht dann doch ein gutes Stück über das Netz, aber genauso muss es laufen, gute, schnelle, direkte Kombination und dann auch mal den Abschluss suchen und da fehlte nicht viel, war ein guter Schuss von Slatko Junuzovic in der 34. Minute, es bleibt aber weiterhin beim 0:0 hier. Die Erwartungshaltung ist einfach gegeben. Man merkt ein bisschen Unruhe auf den Rängen. Man will hier ganz schnell das Tor sehen. Aber die Mainzer, wie gesagt, darf man nicht unterschätzen. Fehlpass. Donati, Gbamin wieder, wie gesagt, zentraler Anlaufpunkt hier für das Spiel der Mainzer. Schön gesehen, Özdenali, Maxim. Müsste einer angreifen. Bargfrede startet. Özdenali ist durch. Kommt der Augustinsson noch hin, kann stören, kann den Ball auch unter Kontrolle bringen. Und jetzt ganz schnelles Umstellspiel von den Werderanern. Leider auch wieder mit Fehlpass, wird nichts draus. Also auch sehr aufmerksam die Mainzer im Prinzip. Und immer wieder auch selber mit dem Zug nach vorne. Wird hier nicht richtig gestoppt. De Blase ist auf Latza, der hat eine gute Chance. Und Pavlenka kann hier retten, gibt Ecke. Wie gesagt, sicherer Rückhalt der Werder-Abwehr, Jiří Pavlenka. Aber man muss aufpassen, denn wie gesagt, mit Mainz ist nicht zu spaßen. Der Ball kommt durch, aber das ist sehr, sehr eng. Da rückt kein Spieler mit auf. Das ist zu eng für Werder. Nichtsdestotrotz jetzt Delaney, vielleicht mit einer schönen Flanke. Kommt an, kein Abnehmer in der Mitte und wieder das Bild, was wir hier schon jetzt seit 45 Minuten sehen, nicht wirklich gefährlich, außer jetzt vielleicht diese eine Chance von Slatko Junuzovic. Ansonsten ist das hier sehr ausgeglichen. Und das ist einfach verteidigt für Augustinsson. Die offizielle Spielzeit ist jetzt vorbei. Gibt noch ein paar Sekunden Nachspielzeit, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel jetzt zu Ende. Ja, soll man jetzt zufrieden sein oder enttäuscht, man weiß es nicht. Mainz zeigt, wir sind jetzt hier einfach kein Gegner, den ihr mal eben so abfrühstückt, sondern wir wollen auch hier was mitnehmen aus Bremen. Die Fans ein bisschen unzufrieden, weil man natürlich hier zu Hause auf die Heimstärke setzt und die guten Leistungen aus den letzten Wochen. Wir schauen mal hier, Ballbesitz sogar leichte Vorteile bei den Mainzern. Schüsse aufs Tor, da war Werder ein bisschen aktiver. Insgesamt Zweikämpfe, auch sehr ausgeglichen. Drei Eckbälle. Passgenauigkeit nahezu identisch, Schussgenauigkeit bei Werder nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch 45 Minuten bei uns oder vor uns. Wechseln werden wir jetzt erstmal nicht. Wir werden aber auf jeden Fall gleich ein bisschen offensiver rangehen, nämlich sehr offensiv. Wir sind hier die Heimmannschaft, wir sind hier diejenigen, die aufdiktieren, was hier gemacht werden soll. Das heißt, wir machen zwar hinten ein bisschen Platz, aber das soll im Prinzip kein Problem darstellen. Schön hier von Veljkovic. Allerdings gibt es einen Freistoß. So. Welche Ansprache hat Mainz gekriegt? Weiter behäbig auf Chancen lauern. Und jetzt. Maxi Eggestein hat viel Platz. Findet keinen Abnehmer. Jetzt nochmal. Muss jemand mitlaufen. Und der Ball. Leider schlechter Pass. Und jetzt der Gegenstoß von den Mainzern. Gibt hier viele Fehlpässe, das ist leider auch Fakt. Kruse. Nochmal schön abgelegt auf Augustinsson, der schön mit der Flanke. Wieder kein Abnehmer da
Vielleicht aus der zweiten Reihe. Bergfrede rettet hier nochmal. Oh, Werder lauert hier, will den Ball fast ins Tor tragen. So macht es das Gefühl. Keiner, der mal den Abschluss. Und jetzt vielleicht die Lady mit einem tollen Schuss. Und Zentner rettet zur Ecke. Da muss man doch auch mal den Abschluss suchen und sich nicht zu Tode kombinieren. Jetzt Moisander, Tor! Tor für Werder Bremen in der 54. Minute. Tolle Ecke. Ganz schön toller Kopfball von Niklas Moisander. Und Zentner kann den Ball noch abfausten, aber dann direkt vor die Füße von Max Kruse. Und der reagiert blitzschnell und haut den Ball in die Maschen. Hier sehen wir es nochmal in der Entstehung. Super Kopfball von Moisander, wenn ich es jetzt mal sehe. Und dann reaktionsschnell Max Kruse macht hier das 1:0. Und das ist das, worauf die Fans gewartet haben. Endlich, ihn trifft, ja, bedingt nur eine Schuld. Es war ein sehr guter Kopfball, da musste er einfach schnell reagieren. Und Max Kruse, das Schlitzohr, hatte den richtigen Riecher. Somit steht es hier 1:0 für Werder. Alles also nach Plan aus Sicht der Werder-Fans. Jetzt natürlich wäre es toll, wenn die Sicherheit gegeben wäre. Man macht vielleicht noch ein zweites Tor. De Blasis schön in den freien Raum gespielt. Da war auch viel Platz, aber Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Werder läuft wieder an. Schöner Fehlpass in dem Moment, wollte ich gerade sagen. Ein schöner Pass. Allerdings wurde ein Fehlpass draus. Jetzt Veljkovic. Spielaufbau über Bergfrede. Sehr schön. Eggestein sieht hier schön. Junuzovic, der vielleicht mit Direktabnahme haut ihn ähnlich wie in der ersten Halbzeit, wo er auch schon eine identische Chance hatte. Haut ihn leicht rüber, aber das zeigt einfach nur, Werder erkämpft sich immer mehr Chancen. Jetzt nach einer Stunde, würde ich sagen, ist es dann auch schon verdient in dem Moment. Aber wir wollen die Mainzer mal noch nicht absprechen, noch nicht abschreiben, denn es ist noch viel Spielzeit und Werder weiterhin offensiv eingestellt. Das heißt, hinten gibt es immer wieder Lücken und Mainz will diese Lücken auf jeden Fall auch nutzen. Schönes Direktspiel, allerdings auch gutes Stellungsspiel der Mainzer, können diesen Spielaufbau wieder unterbrechen. Jetzt aufpassen. Serda reingekommen gerade, aber das Abspiel war nicht sauber genug. Kein Problem für Ludwig Augustinsson, der den Ball hier ganz einfach aufnehmen kann. Selassie, jetzt leichtes Powerplay auf der Seite von Werder. Schön auf Kruse, Kruse schießt, Junuzovic ist da und nimmt den Ball auf, 65. Spielminute. Das Tor für Werder fällt. Super Kombination. Wieder einmal Max Kruse mit einem tollen Schuss. Und Zentner kann ihn mal wieder nicht parieren. Bringt ihn quasi direkt vor Slatko Junuzovic. Und der hat hier keine Hemmung und haut den Ball in die Maschen. Slatko Junuzovic, der Captain, macht also hier das erlösende 2:0 an diesem schönen Samstagnachmittag. Macht hier auch sogar den Lewandowski-Jubel. Und die Mainzer stehen mit leeren Händen. Jetzt vielleicht nochmal der Wechsel. Es kommt Gerrit Holtmann für Pablo de Blasis, der eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat. Aber ich denke mal, die Devise für Mainz kann jetzt nur sein, alles nach vorne werfen. Und auf Sicht von Werder gibt es momentan noch keine richtigen Anzeichen, dass hier gewechselt wird. Momentan gibt es auch keinen Mannschaftsteil, den ich sagen würde, da läuft es irgendwie nicht. Werder schaltet jetzt eine Spur zurück, wie es aussieht. Und das schafft denn hier jetzt Mainz einen guten Schuss. Also man darf jetzt nicht hier glauben, mit dem 2:0 ist das Spiel gelaufen. So ein Spiel kann sich leider sehr, sehr schnell drehen. Aber insgesamt muss Werder jetzt sein. Man kann auch einen Vorsprung über die Zeit retten. Und Niklas Moisander rettet hier gerade nochmal in größter Not. Da ist der neue Mann, Holtmann. Da haben wir es nochmal. Sehr guter Einsatz von Niklas Moisander. Und in der 71. Minute gucken wir jetzt mal doch auf die Bank. Müssen wir was tun. Maxi Eggestein ein bisschen platt. Ist viel gelaufen heute. Und deswegen wird in dem Moment, na, wie kriegen wir es denn hin? Kann man Eggestein nicht auswechseln? Doch, jetzt geht's. Wir bringen jetzt einfach mal Jerome Gondorf für Maxi Eggestein. Kainzi hat nicht so richtig was bewirkt. Wir werden es jetzt nochmal versuchen, indem wir Izet Hajrovic bringen. Und somit haben wir nochmal für die Schlussphase hier zwei frische Männer am Start. Mal sehen, ob es was bringt. Gute Spiele haben sie gemacht, beide. Florian Kainz ein bisschen, ja, unauffällig.
Und jetzt mal schauen, was Isinajrovic bringen kann. Ecke. Durch Öztunali. Wird von Gondorf, dem gerade eingewechselten Mann, gut abgewehrt. Aber das muss besser verteidigt werden. Junuzovic haut den Ball nach vorne. Delaney bringt den Ball unter Kontrolle. Schön gesehen auf Junuzovic. Der schickt Max Kruse, der verliert. Nee, es ist auch Junuzovic. Hä? Wie geht das? Hajrovic, Entschuldigung. Junuzovic auf Hajrovic. Da war mehr drin gewesen. So, Gondorf. Hajrovic mit einem schönen Schuss. Erinnert so ein bisschen an die Position von Maxi Eggestein im Spiel gegen Borussia Dortmund. Aber der Schuss geht dann doch ein paar Meter am Tor vorbei. Keine Gefahr in diesem Moment. Latzer jetzt raus. Jetzt kommt Alexander Frey rein. Kann Mainz hier nochmal kommen? Werden sie es nochmal schaffen? Nein. Kruse! Macht das Tor zum 3:0. Abspielfehler. Und Max Kruse quasi aus dem Stand. Macht hier ein schönes Tor. Das sehen wir gleich nochmal in der Wiederholung. Und das dürfte der Schlusspunkt hier sein in diesem Match. 3:0. Werder gegen Mainz. Das kann Mainz leider nicht mehr aufholen. Werder zeigt, hier sehen wir es. Schöne Balleroberung sehe ich jetzt gerade von Delaney und Max Kruse. Nur eine kurze Drehung und dann ein sehr präziser Schuss. Und wieder muss der arme Zentner hinter sich greifen. Hier sehen wir es gleich. Keine Chance, sehr platziert. Tja, es ist einfach heute nichts zu holen. Man hat nicht so schlecht gespielt, aber die Tore und die Dominanz machen sich jetzt hier natürlich auch bemerkbar. Werder hat das Heimspiel hier gut unter Kontrolle gekriegt. Sehen wir vielleicht noch mehr. Augustinsson, schön, wie hier im Zweikampf dabei geht. Das zeigt den Einsatz, den Werder hier schon seit Wochen bringt in solchen Partien. Jetzt wurden sie allerdings leicht ausgespielt und jetzt vielleicht nochmal eine Chance. Ja, das war zu einfach gespielt. Delaney sollte da von Kruse in Szene gesetzt werden. Das war leider nichts. Bamin auf Öztunali und wieder super aufgepasst von Augustinsson. Jetzt vielleicht nochmal. Hajrovic mit dem Schlusspunkt. Nein, Pfosten! Isinajrovic mit dem Pfostenknaller. Das wäre es ja gewesen. Für ihn wäre es schön gewesen. Stammplatz ist so ein bisschen weg. Und gerade jetzt, wo es wieder auf ihn ankommt, durch die Verletzung von Finn Bartels, hat er die Riesenchance, aber haut sie leider dann nur an die Latte. Und hier sehen wir sogar doch noch den Anschlusstreffer. Und das war, glaube ich, Barmin, der hier mit der beste Mainzer am heutigen Nachmittag ist. Gut ausgespielt, die Werder-Abwehr, das muss man sagen. Da war das Loch da. Nicht gut verteidigt in dem Moment von Augustinsson. Und tja, Pavlenka macht sich groß und klein und breit und lang, aber das bringt nichts. Barmin haut den Ball in die Maschen. Somit dann doch noch hier auch ein Treffer für die Mainzer. Aber insgesamt wird das, denke ich mal, hier noch nichts mehr ändern. Wir haben die 88. Spielminute. Jetzt vielleicht noch. Oh, hab sogar mal im Ende gehalten. Wieder ein schöner Spielball hier, eine schöne Chance kreiert und Isinajrovic haut den Ball leider wieder daneben. Vielleicht seine letzte Chance überhaupt, diesem Spiel ein Tor zu machen, denn die offizielle Spielzeit ist abgelaufen und jetzt läuft schon die Nachspielzeit. Orthodoxer Rückpass. Kommt der da noch ran? Kommt da und Gondorf mit der Riesenchance sogar noch doch zum Tor. Das wäre das 4:1 gewesen, aber letztendlich fehlen ihm da die Nerven und der Ball geht knapp daneben. So, letzte Aktion vielleicht in diesem Spiel, der Abstoß. Kruse. Nochmal auf Junuzovic und zum dritten Mal in diesem Spiel hat er eine gute Chance und haut den Ball drüber. Das sollte es gewesen sein. 4 Minuten, letzte Möglichkeit, Abstoß und dann wird der Schiri wohl abpfeifen. Fans stehen schon hier und ein letzter Kopfball. Und somit ist Schluss, der Schiri pfeift ab. Werder gewinnt also das Heimspiel gegen
den FSV Mainz 05 in einer guten Partie, hier mit 3:1. Es sind ein paar mehr Tore drin gewesen, die Mainzer haben nicht schlecht gespielt, zu spät vielleicht dann auch die Chancen dann genutzt in dem Moment, aber natürlich auch bedingt dadurch, dass Werder viel offensiver gespielt, dadurch hinten auch Lücken aufgetan hat. Dieser Mann, Max Kruse, auch heute wieder Man of the Match, 2 Tore, 4 Schüsse insgesamt. Und wieder wichtige 3 Punkte bleiben hier in Bremen gegen Mainz, einen direkten Konkurrenten unten im Abstiegskampf. 2x Kruse, 1x Junuzovic, 3 Punkte, perfekter Bremer Nachmittag. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Orakelspiel. Macht's gut, tschüss.